Der große Kreml-Kritiker Boris Nemtsov ist auf offener Straße in Kremlnähe erschossen worden. Also einer der letzten, die noch großartig Connections haben, einer der letzten, die noch irgendwie Gewicht haben, an den man sich vielleicht im Ausland sogar noch erinnert für die ganzen Enthüllungsberichte, die er gemacht hat und so weiter. Und die westlichen Massenmedien, so entsetzt, wie sie sich jetzt geben, hatten in den letzten 15 Jahren wenig getan, um den Dissidenten in Russland zu helfen. Und jetzt, wo es viel zu spät ist, kommen die Massenmedien und spielen die Hüter der Moral und spielen die großen Aufklärer. Ähnlich sehen wir es ja gerade beim Euro. Da läuft dann auf Phoenix ein Bericht über den Euro und wie damals getrickst wurde mit der Euro-Einführung, damit Länder wie Griechenland reinkommen. Das Ganze kommt also, ja, 15 Jahre zu spät. Mindestens. Und jetzt sollen wir uns halt eben dann daran erinnern, oh, die großen Enthüller von den öffentlich-rechtlichen Medien oder von den privaten großen Medien. Also erst wenn es opportun ist, wird das berichtet. Und die alternativen Medien bei uns haben voll und ganz den Führerkult um Wladimir Putin übernommen und veröffentlichen alles, aber auch wirklich alles, was die russische Regierung an Mist erzählt. Die Reaktion der alternativen Medien auf Nemtsov lautet folgendermaßen. Er war wohl ein Landesverräter und Agent Washingtons, der es nicht anders verdient hätte zu sterben, oder die CIA hätte ihn umgelegt, um Putin schlecht aussehen zu lassen. Das sind also das sind so die Sichtweisen. Das ist, was uns präsentiert wird von den sogenannten alternativen Medien und von den Massenmedien. Also die einen kommen viel, viel zu spät und haben eigentlich in den letzten 15 Jahren diese ganzen Kreml-Kritiker im Stich gelassen. Druck aus dem Ausland wäre hilfreich gewesen, aber es gab keinen. Und die alternativen Medien erzählen ihnen jeden Mist, den der Kreml verbreiten möchte. Die Leute denken immer noch in normalen Kategorien, in modernen Kategorien. Wenn es um Russland geht, müssen wir heute in Stalins Kategorien denken. Und da war es völlig normal, dass Regimegegner erschossen wurden und man dann sogar noch anderen Regimegegnern diese Verschwörung da unterstellt hat. Und genau das ist, was wir jetzt sehen. Es heißt, Oppositionelle, also Gegner Putins, hätten Nemtsov umgebracht, um Putin schlecht aussehen zu lassen. Und jetzt müsse der Staat richtig heftig durchgreifen und richtig heftig die anderen Putin-Kritiker fertig machen. Wie gesagt, so eine perverse, geisteskranke, psychopathische Logik sehen wir hier. Und die sogenannten alternativen Medien, die ganzen Blogs und so, übernehmen diese Argumentation. Andere Beobachter werden hier schon etwas konkreter und wesentlich interessanter. Also beispielsweise gab es hier Edward Lucas, dessen E-Book Russia's Deception, glaube ich, heißt das. Also ich habe das jetzt nicht hier liegen, habe ich in einer der letzten Sendungen erwähnt. Edward Lucas, ein wirklich schönes Buch von ihm. Richtige, echte Literatur. Und er schreibt hier in der Daily Mail, ihn kurz einblenden. Und zwar sehen Sie das Ganze hier. Edward Lucas sagte, Boris Nemtsov war mein Freund. Das Ganze erinnert an die Stalinzeit. Und jemand wie Lukas ist ein Historiker, das heißt, er kann natürlich sehr, sehr viele Beispiele, historische Beispiele benutzen. Also zum Beispiel gab es dann die Paranoia unter Stalin, diese inszenierten Verschwörungen, wo es dann hieß, überall in der Bevölkerung gibt es diese Verschwörer und die wollen Russland schaden und arbeiten fürs Ausland, sind ausländische Agenten. Und wir müssen die jetzt alle schnappen und verurteilen und umbringen und töten, 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 töten. Das Ganze erinnert auch an frühere Begebenheiten und zwar ist das auch hier ganz nett geschildert. Eine meiner Lieblingsbücher, also das ist eins meiner Top 3 Bücher aller Zeiten, also das muss man haben. Stalin in Power von Robert C. Tucker, also ein Geniestreich, er hat 15 Jahre daran gearbeitet. Und das Erste, was er macht in diesem Buch ist, er macht eine psychologische Analyse von Stalin. Ein Historiker beginnt mit einer psychologischen Analyse von Stalin. Also auch hier wieder quasi das moderne Denken, man versucht verschiedene Wissenschaften zu verbinden. Und hier liest man auch quasi einen Rückgriff auf die ältere Geschichte des russischen Imperiums, wo dann die Iwans, also Iwan der Schreckliche und dessen Nachkommen und so weiter, also wie die dann geherrscht haben, wie die dann auch Macht zentralisiert haben. Und die Herrschaft war dann so brutal und so grausam und die Hexenjagd nach vermeintlichen Verschwörern war so grausam,
dass die Bürger dann die Schnauze voll hatten und sich tatsächlich verschworen gegen die Regierung. Also, es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Genauso wie der Westen Al-Qaida benutzt hat, beziehungsweise wie teilweise auch Bedrohungen erfunden wurden und übertrieben wurden, genauso machen das andere Regierungen auch und andere Imperien auch. Und das schon seit Tausenden von Jahren, zweifellos. So ähnlich hat das Stalin auch gemacht. Das heißt, er hat so viele unschuldige Leute umbringen lassen, auch aus den eigenen Behörden, dass dann Leute tatsächlich versucht haben, etwas gegen die Regierung zu machen, und schon hat das Regime wieder den Beweis. Edward Lucas hier spricht also die Geheimpolizei, die NKVD an und so weiter. Aber interessanter ist dieser historische Vergleich, nämlich der Fall Sergei Kirov, ein sehr, sehr ranghoher Anführer der kommunistischen Partei in Leningrad. Sergei Kirov war der größte Konkurrent Stalins. Er war ein sogenannter Held der Revolution, er hatte den ganzen Background, er war einer der Lichtgestalten dieses Regimes. Und er war gemäßigter, er war kein totaler Psychopath wie Stalin. Und Stalin hatte sich schon einiger Gegner entledigt und die anderen Parteioberen, natürlich auch untere und mittlere Leute in der Partei, hatten eine Todesangst vor Stalin und in Säuberungsaktionen. Also wollte man Sergei Kirov zum neuen Führer machen und Stalin loswerden. Stalin war dann quasi an die Wand gedrängt. Er befand sich hier in der Ecke und war in Schwierigkeiten. Stalin hatte zwar diese Zwangskollektivierung erfolgreich abgeschlossen, allerdings mit unglaublich vielen Opfern, unglaublich vielen Toten, auch in der Ukraine. Und was ist passiert? Ein mysteriöser Anschlag am 1. Dezember 1934. Sergei Kirov wurde erschossen. Stalin war zu 99% dahinter. Stalin profitierte davon, aber was hat er erzählt, der große Diktator? Hey, das waren diese Verschwörer. Das war diese schummrige, nebulöse Verschwörergruppe, die gegen mich ist. Also Stalin bringt seinen größten Konkurrenten um und schiebt dann seinen anderen Konkurrenten den Mord in die Schuhe. Also ähnlich wie das, was wir jetzt sehen mit Boris Nemtsov. Medien, verschiedene Autoren in den Medien, benutzen diesen Sergei Kirov-Vergleich, der äußerst, äußerst wichtig ist, um zu verstehen, wie krank diese Logik in Russland ist. Dass quasi Putin sagen könnte, hey, wir bringen einfach diesen Boris Nemtsov auf offener Straße um und schieben die Schuld anderen in die Schuhe. Und wie wir im Ausland damit aussehen, ist uns wurscht. Da gehen dann vielleicht mal 15.000 Leute auf die Straße in Moskau in Protest, aber das interessiert das Regime einen Dreck. Und wie gesagt, in den letzten 15 Jahren, niemand in den großen Medien verwendete diesen Sergei Kirov-Vergleich, oder fast niemand, beziehungsweise kaum jemand da draußen kennt diesen ganz, ganz wichtigen Fall. Sergei Kirov hätte nämlich die Geschichte verändern können, aber nein, er wurde ermordet und stattdessen bekamen wir dann Stalin als den großen Diktator. Die Welt würde heute ganz anders aussehen, meine Damen und Herren. Der Kirov-Vergleich, kaum jemand da draußen hat irgendeine Ahnung davon, weil kaum jemand da draußen Literatur bemüht. In den letzten 15 Jahren ungefähr letzten 15 Jahren seit Putins Amtsantritt wurden unzählige Leute ermordet in Russland, unzählige kritische Leute. Auch krumme Leute oder so halbkrumme Leute, die einfach konkurriert haben um die besten Plätze im Staat. Und fast nie gab es große Kritik aus den westlichen Medien. Stattdessen redete man davon, Russland in die NATO aufzunehmen oder die Europäische Union mit der Russischen Union, der Eurasischen Union zu verschmelzen. Die europäischen Staaten verkauften Rüstungsgüter en masse an Russland. Niemand hatte den Sergei Kirov-Vergleich auf dem Schirm, als Litvinenko ermordet wurde, als Anna Politkovskaya ermordet wurde. Fast niemand brachte diesen Kirov-Vergleich. Hier habe ich jemanden, der diesen Vergleich brachte, und zwar im Jahr 2008. Stalin inszenierte einfach diese Bedrohungslage. Er sagte, ja, es ist, wie gesagt, ich muss es halt eben so hinerfinden, dass ich eben meine Agenda verkaufen kann als Lösung.
Und der ehemalige Kommissar fürs Ausland, Georgi Tschitscherin, sagte, jeder in Moskau sprach von Krieg. Und ich versuchte, sie davon abzubringen. Niemand plant, uns anzugreifen, sagte ich. Dann klärte mich ein Kollege auf. Psst, das wissen wir. Aber wir brauchen das gegen Trotzki. Und Stalin inszenierte dann die Schachti-Schauprozesse. Also er sagte dann, es gibt dann diese große Verschwörung, diese Industriepartei, die würde sich in Terrorzellen organisieren, die wäre überall. Und Stalin konnte dann mit dieser fiktiven Organisation eben nicht nur seine Kontrolle ausweiten, sondern er konnte noch die ganzen Fehler seiner eigenen Politik diesen angeblichen Verschwörern und Saboteuren anhängen. Also wenn man alles viel zu schnell macht, dann geht natürlich was schief. Also der, wie gesagt, dann ist die Sicherheit bei Bauprojekten natürlich nicht gegeben, das ist klar. Nun kommt Stalin und sagt, ja, das ist nicht meine Politik gewesen, das waren eben diese bösen Verschwörer. Und diese ganze diktatorische Aneignung von Macht, diese Durchsetzung, diese Ellenbogentaktik von Stalin, die machte ihn sehr, sehr unbeliebt. Ich meine, es gab zu dem Zeitpunkt auch noch ein Minimum an Gewaltenteilung. Es gab rund 2000 hohe Abgeordnete in der kommunistischen Partei. 2000 Leute ist immer noch Gewaltenteilung. Stalin hatte sich nur Stück für Stück diese alleinige Macht angeeignet. Und ja, hier würden ja die heutigen Vertreter des Sozialismus, Kommunismus argumentieren, ja, es kann doch funktionieren, wir haben noch Gewaltenteilung und das ist doch durchaus möglich. Jetzt sehen wir, was passiert ist. Stalin war mit dem Rücken gegen die Wand gestanden. Die Parteiführung hat ihn gehasst. Sie wussten, er war kein tadelloser Revoluzzer. Sie wussten, dass Lenin eigentlich eine schlechte Meinung von ihm hatte. Stalin war prinzipiell unbeliebt, sein Führungsstil war unbeliebt. Und seine Politik war natürlich katastrophal. Okay, was macht Stalin in so einer Situation? Natürlich, er braucht die passende Krise. Die anderen Parteiführer favorisierten einen Mann namens Sergei Kirov. Die wollten quasi Stalin ersetzen durch Kirov und dann würde sich alles wieder dem Besseren zuwenden. Kirov war sehr viel gemäßigter als Stalin, war ein tadelloser Revoluzzer nach deren Standards und schien die wesentlich bessere Alternative. Also Kirov war relativ beliebt und Stalin in der Krise. Also, schlagen wir doch zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich inszeniere heimlich ein Attentat auf Kirov, werde meinen Konkurrenten los und schiebe das Attentat meinen anderen Konkurrenten in die Schuhe. Und genau das wurde durchgezogen. Eines der akkuratesten Bücher ist das Werk Revolution from Above. Wir sehen dann, wie Stalin das Ganze vorbereitet hatte. Also er wusste, ich kann zum Beispiel den Polizeikommissar der NKVD ersetzen durch jemanden, der mir gesonnen ist und nicht Kirov. Ich kann irgendeinen labilen Menschen wählen als denjenigen, der den Abzug drückt. Und jemanden, der dann später ein plausibles Motiv hat. Also ich kann dann später ein Motiv andichten. Stalin entschied sich dann für diesen Leonid Nikolaev als Sündenbock. Typische Person für die Art von Rolle. Ich erkläre also dann in diesem Vortrag von 2008, das ist auch schon eine Weile her, erkläre ich dann das Attentat auf Sergei Kirov und viele Historiker haben sich dann immer schwer getan und viele Historiker haben dann immer so gemeint, ja, das war halt einfach nur ein Zufall und das wurde von den Russen oder von den Sowjets ausgenutzt und so weiter und so fort und kaum einer hat sich daran getraut und wirklich gesagt, nein, das Ganze ist eine Inszenierung Stalins gewesen. Also ich empfehle Ihnen, wenn Sie die Details auch nachlesen wollen, empfehle ich Ihnen dieses Buch hier, Stalin in Power, The Revolution from Above von Robert C. Tucker. Das ist nicht sein einziges Stalin-Buch, meine Damen und Herren. Hier finden Sie die ganzen Einzelheiten. Auf recenter.com finden Sie noch weiteres zu dem Attentat auf Nemtsov, einer der letzten großen Kreml-Kritiker auf offener Straße erschossen. Der Westen hatte jahrelang Putins System gefördert, spielt jetzt große Empörung.
Nach dem Nemtsov-Mord und Putins Trolle drehen durch. Die CIA soll Boris Nemtsov ermordet haben. Kann ich hier nur ans Herz legen, meine Damen und Herren, unsere Stories hier. Also da zitieren wir auch die ganzen, ja, wie gesagt, Putin-Theorien und die Details unter anderem aus den letzten paar Jahren, wo dann ähnliche Leute wie Nemtsov verprügelt wurden, ins Krankenhaus geprügelt wurden und Leute von dieser Putin-Jugend steckten dann irgendwie dahinter. Ganz, ganz üble Geschichte. Was passiert am laufenden Band und den deutschen hohen Politikern war das wurscht. Da gab es dann diesen Verein, irgendwie Russlands Freunde mit ranghohen Leuten von der CDU und der außenpolitische Sprecher, der ehemalige von der CDU. Leute von den großen Energieunternehmen oder Stromkonzernen hier in Deutschland. Alle waren unglaublich befreundet mit Russland und richtige Kritik fand eigentlich nicht wirklich statt. Man hat diese Leute wie Nemtsov im Stich gelassen. Und jetzt, da er ermordet wurde, spielen sie die großen Aufklärer.